Dunkel ist geworden. Ups. Aber wir machen es nicht wieder an. In Zombie-U Folge, was ist das, 26? 26. Martin spielt. Ja. Was soll noch schief gehen? Kennst du diesen Kanalabschnitt schon? Nein. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Ja, vielleicht ist aber in London so. Vielleicht ein paar London-Kenner können sich zu Wort melden. Wo es bevorzugt welche, die viel in der Kanalisation unterwegs sind. Ach, die Londoner, die sind auch alle gleich. Keine Ahnung, warum ich mich einmische. Okay, wenn sie recht hat mit den Vorräten, dann sollten wir dich am Leben halten. Damit du was mitbringen kannst. Aber reise mit leichtem Gepäck. Ist es eine Falle, verlierst du alles. Ja, danke, dass du uns das jetzt sagst, wo wir schon... Wo, was, wo? Wasser unten, oder? Ja. Kommt noch irgendwas von da? Nee. Auch von da. Voll gegen die Wand geklaubt. Das war nicht so gut. Boah. Kinders. Ich finde halt, wenn die so ganz nah dran sind, ja, dann sieht die Texturen richtig gut aus. Ja, ist ein komischer Mischmasch, das Spiel. Manchmal sieht es okay halt aus, oder mit der, die Lichter sind auch manchmal ganz cool und es kann schon ganz gute Stimmung erschaffen. Aber teilweise halt, sieht es ganz schön scheiße aus. Aber alle, die halt am Leben sind, sind halt so urhässlich. Den ganzen Bob nass gemacht. Stimmt. Ich würde da nicht so... Der steht doch bestimmt auf. Der hier? Ja. Siehste? So. Jetzt aber. Jetzt bleibt er liegen. Ha. Du hast dir gerade ins Wasser gehauen. Das hab ich auch nicht gesehen, weil ich aufs blöde Gamepad geguckt habe. Da vorne liegt Medikit am Boden. Oder eine Tretmine. Das ist eine Tretmine. Da gehe ich hin. Das leuchtet so rot. Das sieht eher aus wie eine Tretmine. Stimmt, die... Ja, die lasse ich da mal, oder? Tschüss. Aber dann Vorsicht, weil... Eine Tretmine kommt selten allein. Wo ist das blöde Geschrei her? Von oben? Ja. Los, zieh da durch die Mine. Ja, wie denn? Na, im Bogen rumlaufen, dann ins Wasser runter, dass sie da durchläuft. Oh, ihr dummen Zombies. Die war schon auf dem Weg, ne? Ja. Was ist denn hier los? Den schubst dich in die Mine. Das ist, glaube ich, eine super Idee. Wow. Das war anscheinend auch mal in Flammen aufgegangen. Ja, mich hat es auch noch mit erwischt. Ich habe nicht gedacht, dass es so weit war. Der lebt noch, der kommt nicht zu. Okay, okay. Wie hat denn der das überlebt? Das war der Polizist. Hallo, da hat er so ein Regen-Dings an. Achso. So ein Leibchen. Was ist das denn für einer? Ich weiß es nicht. ich bin Gewalt-Fan ist der, glaube ich. Ich bin heute völlig fertig irgendwie. Für Fans von Gewalt. Ja, gerade eben lag er auch noch da. Jetzt liegt er überall. Ich wollte ihn plündern. Im Raum verteilt. Das Zeug, was da gerade lag, übrigens, habe ich da hingelegt. Also nicht wundern. Falls jemand nach uns kommt. Zu. Schieben. Schiebung. Oh, kann ich aber gar nicht mehr da durchgehen, oder? Bestimmt war es da super. Mhm. Egal. Da! Ja. Ah! Das ist aber auch ein furchtbares Oberteil, muss man mal ganz klar sagen. Ja. Gerechterweise jetzt die Strafe. Zu Recht tot. So, was ist das hier? Sturmgewehrmunition, ja. Wer hatte denn nochmal so ein Sturmgewehr? Ich weiß es nicht mehr. Wir sind echt so Deppen, wie viele Waffen wir hatten, wie oft wir im Safe Room waren. So, ein volles, leeres Scharfschützengewehr bringt uns nichts, verstopft unser Inventar, legen wir das ab. Nee.
Aber wenn wir auf einmal perfekt spielen würden, über was würdet ihr euch denn in den Kommentaren unterhalten? Weiß ich auch nicht. Dieses Lob wäre unerträglich. Deswegen... gehen wir einfach mal ohne Lampe mit ins Dunkle. Ich hab nur gewartet, bis sie wieder geht. Da schlurft wer anders. Nicht in meiner Nähe. Man hört zumindest die ganze Zeit Gekrächze und Geräusper. Da guckt mich der Prepper wieder an. Prepper, Schlepper, Bauernfänger. Ja, Mann, Gott sei Dank, Mann, gibt's eine Pumpgun. Ich weiß, jemand von hinten kommt plötzlich. Die ist ganz voll mit der ganzen Soße. Da hinten werden noch drei angezeigt. Lass mal die Kollegen plündern und Virozid beschaffen. Hast du schon. Doll. Voll. Voll doll. Riot Guard. Moin. Helm ist ab. Der Lacher ist ja der Hammer. Jetzt hätte ich fast was gesagt, was ihn, was sein Schicksal wieder besiegelt hätte. Ja, verkneifst du besser. Da stehe ich ein bisschen ungünstig. Vorsicht. Nein, 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 nein. Du schießt doch auf. So, erstmal der weg. Munition alle. Munition alle, null Schuss für die Pumpgun. Aber der hat leckere Sachen dabei. Lecker Sprudelwasser. Das ist ein bisschen so, lecker Schokolade. Mit dir zusammen Zombie U zu spielen, ist ein bisschen so, mit dir zusammen Achterbahn zu fahren, ja. Wenn man darauf angewiesen wäre, dass du die Achterbahn lenkst. Das wäre, glaube ich, sehr spannend, ja. So, erstmal Virozid besorgen. Ja, es wird nicht langweilig, sagen wir so. Wo geht's überhaupt lang? Ich bin völlig verwirrt. Nee, nein, da lang nicht, da. Da so. Warum kann ich eigentlich den Helm nicht aufsetzen? Warum liegt der Stroh? Danke. Oh oh. Och nö. Fuck it. Kommt das Gespenster? Ich glaube... Shotgun ist leer, oder was? Na, das ist auch total unangenehm, wenn das Pad plötzlich so weiß rauscht. Na. Ja, es kommen die Monster. Es gibt Geschrei. Verschlossene Tür, wo bin ich? Ich will hier weg. Bitte, ich will hier weg. Ist die Folge schon vorbei? Darf ich aufhören? Ach, das ist so ein Störsender. Ja. Ah! Ah, fuck it! Du darfst ihn nicht so oft hauen. Ich muss den weg. Pistole. Sehr witzig. Das gibt's ja nicht! What? Was war das denn jetzt? Warum etabliert man denn solche Leute und dann machen wir was völlig anderes? Und nichts im First Aid Schrank, danke. Boah, das Spiel! Ist gut! Irre ist das Spiel.
Was habe ich hier? Armbrustbolzen. Haben wir nicht die Armbrust sogar im... Ja, die haben wir im Safe Room gelassen. Geil. So, was ist jetzt hier? Nee, nix. Oder war jetzt tatsächlich hier was nur... Was ist denn hier in diesem Spalt? Kannst du da durchgucken? War die Lampe aus? Da kommt wer, ja. Was? Nee, hinter dem Spalt kommt wer. Da steht jemand. Stimmt. Kannst du denn da auf irgendwas schießen oder so? Oder was scannen, um das zu hacken? Ich kann mal scannen. Da ist nix. Oder auf irgendwas schießen? Nee. Puh. Nochmal hier rausgucken. Oder ist die Tür jetzt sonderbarerweise offen? Weil der Störsender weg ist. Oder so. Nee. Kann ich das scannen? Ich das vielleicht irgendwie scannen, die Tür? Versperrt. Ja. Mein Gott, wer hätte das gedacht? Ah, guck mal. Ah. Vielleicht haut die Tür für mich ein. Geh doch mal weg da. Vielleicht kann ich einfach mal klopfen. Das wird's auch nicht sein. Ja. Die Musik ist... Hauen sie aber wieder drauf. Ja, die klopft ein bisschen dagegen. Ich kriege die direkt durch. Meinst du? Vielleicht ist das ein neues Spielelement, was du jetzt hier lernst, dass du Zombies aufscheuchen kannst, um die... Da müsste die Tür aber schneller kaputt gehen. Hm. So ist kein Lerneffekt bei mir vorhanden, wenn es so langsam geht. Als ob der bei irgendwas vorhanden wäre. Oh, Schloss knacken. Hier bin ich bestimmt richtig. Ah, bestimmt hier die Keycard oder die Schlüssel. Da liegt einer. Nee, vorne auf der Kiste. Ach da, ja, die habe ich doch gesehen. Ich dachte, jetzt direkt mal. Da ist noch einer. Ein etwas flinkerer. Der ist flink tot. Der hat uns seinen halben Kopf auf die Schulter gespritzt. Hat seine Mütze noch auf. Bäh, der hat so eine dumme Mütze auf. Jetzt nicht mehr. Ah, was höre ich da? Am Boden, am Boden, am Boden! Na, Anstoß! Boah! Wo kam die denn her? Warum kriege ich die denn da rum? Ja, vom Boden. Mann. First Aid Kit. Ach, ich kann sie nicht aufheben. Da liegt ein Tisch voller First Aid Kits und man darf sie nicht aufheben. Vielen Dank. Irgendjemand haut auf der Tür rum. Das sind bestimmt die da hinten. Ja, das war nur das Glück, das Schließen von der Tür, ja. Was hier? Magst du da nicht nochmal umgucken in dem Lager? Ich glaube nicht, dass hier weitergeht, oder? Hier vielleicht doch. Vielleicht dachte. Dann gucke ich mir erst hier um. So. Die da wackeln sind die Heinis da hinten. So, was sind hier? Bretter, da liegt einer am Stuhl. Hau ihn, der ist noch nicht hin. Ja. Nichts. Ja, hat es hier gemütlich gemacht, aber. Nichts Interessantes liegen lassen. Oh, die Raben von Die. Nichts übrigens zu verwechseln mit dem Gericht Raben von Die. Code angeben, ja. Jetzt noch nicht. Dann geht's doch erstmal weiter. So ein bisschen alter Trainer, ja. Kann ich hier was Geiles scannen vielleicht? Nein. Sind wir jetzt wieder da, wo wir herkamen? Ja, oder? Geh nochmal zurück. Ja, da nee, war nee, ich nee, doch nee, nicht nee, in dem Raum. Oh, guck mal, das ist der Code. Scan. Ja. Das ist ja wie bei Batman. Setz das mal zusammen und scan das dann. Vielleicht ja, ist das dann der ich muss das mal richtig die richtige Perspektive einnehmen. So. Ja, jetzt kann ich scannen. Nee. 6786. Ja, cool. Nicht schlecht. Das haben wir die ganze Zeit gar nicht überrissen, oder? Clever. So war es mit dem Codecard. Hier rechts, ne? Da, ja. Da. 6786. Mal Tür dazu machen, wie sich das gehört. Oh, da gibt's ein Gewehr.
geil. Oder eine Verbesserung. Eine Aufwertung. Gewehr. Da ist nichts drin. Eine Riesenmetallkiste hinter der abgeschlossenen Tür. Ja, das naja, war's. Naja, immerhin. Ich hatte so eine Riesenmetallkiste in dem Raum, da ist noch nichts drin. Ja, die Metallkiste ist der Preis. So eine Ahnung, wie ach, praktisch so sowas ist. Kostet wahrscheinlich wahnsinnig viel Geld. Ja, dann müssen wir jetzt irgendwie einen Weg durch diese verschlossene Tür finden, oder? Ja, lass mich jetzt hier halt nochmal umgucken. Und da geht's ja nur da weiter, wo du schon herkamst. Hier sind doch diese ganzen Massen gekommen, die mit der Shotgun weggemacht haben. Oh, warte nee, mal. Das sieht nur so ähnlich aus. Da geht's in den Lüftungsschacht ja rein. Ich guck nur mal ganz kurz hier noch um die Ecke. Da kommst du so her. Ja, da komm ich hier. Oh ja, Lüftungsschacht. Hurra. Vor allem ist meine Lampe gleich alle. Oh. Kurz gucken. Nee. Ja, das ist doch der Raum von oben. Ja. Wenigstens noch ein bisschen Dosen abgeräumt. Hab ich alle vernünftig gesucht, mache die Lampe eben aus, damit die sich mehr erholen kann. Ja. Ist ja Rätsel über Rätsel. Ich glaube, das überlasse ich dir. Na toll. Ich hab keinen Bock drauf. Dann lösen wir das in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.